Ich höre viele Menschen über das Handy schimpfen, aber wenn wir wirklich mal vergleichen, was es an Vor- und Nachteilen uns bringt, dann komme ich zu der Ansicht, dass ein Handy mehr sinnvoll ist, als dass es schadet. Warum das so ist und was der größere Kontext auch im Bereich des Seins mit dem Handy ausmacht, da möchte ich heute mit euch etwas in die Tiefe gehen. Und zwar generell möchte ich mit euch erstmal überlegen, was war früher, was ist heute. Also früher gab es verschiedene Aspekte in unserem Leben. Das Handy zählte nicht dazu, aber viele andere Dinge zählten zu unserer früheren Zeit. Und da geht es los, dass wir sehr unfrei waren. Das heißt, unsere Freiheit war stark beschränkt. Das ist ein Punkt, den kann man überhaupt nicht leugnen, dass damals, das heißt damals, sag mal, umso älter man zurückgeht, umso mehr muss man von Unfreiheit sprechen. Aber auch Sachen wie Diskriminierung. Diskriminierung ist auch ein Punkt, der früher viel, viel häufiger anzutreffen war. Mit der Unfreiheit ging auch oft Sklaverei einher. Das möchte ich aber jetzt nicht explizit aufschreiben, nur dass ihr mal ganz kurz einen Eindruck habt, wie das früher eigentlich gewesen ist. Früher war es weiterhin so, dass wir ganz häufig unter Hunger gelitten haben. Unsere Arbeit war teilweise sehr hart, sehr körperlich und dadurch eben auch mit verschiedenen Erkrankungen rein körperlich assoziierend. Das heißt, harte Arbeit an sich ist nicht schlecht, gerade wenn wir heute von harter Arbeit sprechen, was meistens dann moderate Arbeit ist, aber früher hat harte Arbeit wirklich noch anders ausgesehen und das gibt es heute auch in der Form in unserem Land nicht mehr. Das heißt, wenn hier Leute sprechen, boah, ich habe total harte Arbeit, dann ist es in den meisten Fällen keine harte Arbeit. Es gibt natürlich Arbeiten, die tatsächlich noch hart sind, da zählen diverse Fließbandarbeiten darunter, aber auch handwerkliche Tätigkeiten, aber die sind rein körperlich durchaus sehr anspruchsvoll, aber Pausenzeiten, Gesundheitsaspekte, die auch im Arbeitsschutz integriert sind, machen diese Arbeit nicht zu der harten Arbeit, wie sie denn wahrscheinlich früher viel mehr zutage getreten ist. So, das heißt, das war früher und wir können damit sagen, oder das vergleichen mit heute. Und da möchte ich einfach gerne mal, ich schreibe es auch mal so hin, weil sonst wird es immer genau andersrum postuliert. Heute ist alles besser. Natürlich ist das alles in Anführungsstrichen zu sehen. Es gibt natürlich Dinge, die heute nicht besser sind als früher. Brauchen wir nicht zu reden. Ich sag's trotzdem, unsere Umwelt ist bei Weitem viel mehr geschädigt, auch durch uns, vor allem durch uns, als damals. Aber generell ist heute alles besser. Heute ist die Produktivität viel besser. Produktivität kann man natürlich auch negativ sehen, aber in unserem Denkmuster, in dem wir uns fast alle bewegen oder zumindest aufgewachsen sind, ist Produktivität ein Punkt, wenn wir schneller zufrieden werden, wenn wir schneller finanziell unabhängig werden, wenn wir das wollen, wenn wir schneller unsere Ziele erreichen, dann ist das in unserem Gedankengut und ich bin hier bei YouTube und ich erreiche sehr viele Menschen und die meisten Menschen werden genauso denken, ist das etwas Positives. Also Produktivität ist etwas, was sich gesteigert hat. Und was natürlich manchmal damit einhergeht, sind eben diese negativen Nebeneffekte, wie das, ich hatte es schon angesprochen, also die Umwelt und auch Aspekte des Egos. Das heißt, dass man nicht mehr so sozial denkt, sondern dass man eher sich individuell selbst verwirklichen möchte und nicht erkennt, dass eine Selbstverwirklichung auch immer alles andere inkludiert. Aber das ist ein anderes Thema. Das heißt, das ist so ein bisschen Nachteil natürlich auch, das möchte ich einfach dann doch auch mal hinschreiben. Das muss dann halt hier wirklich auch, sag ich mal, ausgeglichen, balanciert werden, dass
diese Sachen, das Umwelt und das Ego, dass das eben, dass diese Effekte, und das passiert jetzt schon, der Umweltschutz hat in den letzten Jahrzehnten immer viel mehr Fokus bekommen, diese Anti-Ego-Bewegungen, ausgehend natürlich von der spirituellen Welt, sind auch in unser Leben auch getreten, und von daher kommt es da automatisch zur Balance. Aber es wird trotzdem aufgrund der höheren Produktivität einfach wirklich alles besser. Denn, und da kommen wir zu einer anderen Sache, die geistige Evolution ist unverkennbar. Wir haben heute keine Diskriminierung mehr. Zumindest nicht in dem, also erstmal vom Ideal her, dass wir sagen, Diskriminierung ist blöd. Natürlich real tritt sie noch auf, aber unser geistiger Evolutionsstandard, das heißt das, wo die Masse einen Konsens gebildet hat, ist, dass es eben keine Diskriminierung mehr geben sollte. Und wir haben auch den Konsens, dass eine Abgrenzung in, also zumindest wie gesagt auch wieder komplett, ne? Jeder, der von der geistigen Evolutionsstufe, sage ich mal, dem aktuellen Standard entspricht, ist es so, dass wir wissen, wir müssen uns komplett vernetzen, verdrahten, wir müssen alle zusammenwachsen. Eine globale Wirtschaft ist sehr, sehr wichtig, Abgrenzung, Nationalitäten, das sind alles Dinge, die der Vergangenheit angehören vom geistigen Evolutionsstandard. Ich weiß, auch viele von euch werden mir sagen, das ist noch ein Vorteil und das muss sein und bewahrt die deutsche Kultur und so weiter. Es ist aber nicht mehr State of the Art, was unseren geistigen Evolutionsstandard angeht, auch wenn ihr es nicht gerne hört, aber letztlich, wir sind alle eins, die Spirituellen erfahren das schon seit Jahrtausenden und jetzt kommt es auch langsam in den Verstand der Menschen an und viel mehr Leute erfahren es auch durch den Zugang zu eben spirituellen Verhaltensweisen oder spirituellen Themengebieten, wo man auch nur die Zeit dafür hat, weil wir eben produktiver geworden sind, weil wir eben die Zeit auch dafür haben, unseren Geist zu trainieren und nicht mehr für unser Überleben sorgen müssen. Ich möchte auch jetzt nicht mehr zu weit ausholen, weil ich auch keine unnötigerweise Schmerzen verursachen möchte, gerade bei dem Thema Abgrenzung und Diskriminierung. Vielleicht noch etwas Positives dazu, für alle positiv hinzugefügtes, die Hilfsbereitschaft, die wir an den Tag legen, das heißt im persönlichen Alltag oder im auch nationenübergreifend, der hat sich auch erhöht. Das heißt, früher war der Standard die Länder gegen Länder, heute ist der Standard, wir helfen den anderen Ländern oder wir gehen in den Austausch miteinander. Und das ist natürlich eine wunderschöne Sache und deswegen ist es durchaus gerechtfertigt, dieser Satz, heute ist alles besser. Und das Handy, das war tatsächlich sehr weit ausgeholt, ja, das Handy, das ist heute. Handy ist heute. Handy ist eine Form, ja, der Technologie, die wir vor 100, 200 Jahren noch nicht hatten, und entsprechend lass uns über das Handy reden. Da gibt es nämlich die negativen Effekte des Handys. Die negativen Effekte des Handys, ja, die sind, lass dich vielleicht in drei Punkte unterteilen. Zum einen ist die Strahlung. Die Strahlung eines Handys, sehr viele Menschen sind sehr sensibel, reagieren sehr sensibel auf die Strahlung und können unmittelbar sagen, dass ein Handy in der Nähe ist oder nicht. Und also sehr viele als absolute Zahl, nicht als Relation. Die wenigsten Menschen relativ können das, aber ich kenne von meinen Erwartungen ausgehend absolut sehr viele Menschen, die das realisieren. Ich realisiere das nicht, aber ich kenne echt meinen Erwartungen weit übersteigende Anzahl von Menschen, die das vollkommen mitbekommen, wenn ich ein Handy anhabe oder wenn ich ein Handy aushabe. Ganz krass. Auf jeden Fall ist Strahlung definitiv ein Problem, ist auch nachgewiesen, auch im wissenschaftlichen Konsens, dass die Strahlung eines Handys, die Wissenschaft drückt das so aus, es muss weitere Untersuchungen geben, weil man möchte sich nicht auf eine Aussage festlegen, aber man kann schon sagen, die Strahlung ist mehr schädlich als nützlich. Dann kommt es auch als negativen Effekt, wenn man sagt, mal hier die negativen Dinge sieht, also Strahlung ist das eine, dann eine Form von Realitätsverlust. Das ist eine Sache, die, sag ich mal, nicht nur das Handy angeht, sondern generell mit dem hohen Grad an Technologisierung in unserem Zeitalter, auch durch das Internet, durch Computerspiele, durch Welten, in denen man wandeln kann im Internet, die ja, einen als real vorkommen
und in dem man auch versinken kann. Und da verliert man so ein bisschen die Realität um einen herum aus dem Auge. Man könnte natürlich argumentieren, dass diese Realität natürlich auch Realität ist, weil man sitzt vor dem Computer. Aber ihr wisst, glaube ich, worauf ich hinaus will. Was ich als negativ empfinde, dass man halt in einer gewissen Form sich in etwas verliert, was in einem Kasten ist, ja, und nicht der Realität entspricht. Wie gesagt, ich möchte da jetzt nicht ausführen. Man könnte wirklich tatsächlich dahin gehen, dass unsere Wahrnehmung sowieso sehr begrenzt ist und dass diese Realität, die wir so wahrnehmen, nicht die Realität ist, die objektiv existiert. Und dass wir durch den Zugang, durch das Internet und durch den Zugang zur Technik näher an die Realität hinankommen. Und dass eine Zukunftsvision, in der alle nur noch da sitzen und was auf dem Kopf haben und alles von Robotern erfüllt wird, das heißt, die Nahrungsaufnahme kommt dann automatisch. Wir leben nur noch in diesem großen Kasten in der vernetzten Welt, dass dies viel mehr der Realität entspricht als der Realität, die wir heute als Realität wahrnehmen. Ich bin zum aktuellen Zeitpunkt mit meiner geistigen Verfassung nicht der Meinung. Ich akzeptiere aber, dass das ein Szenario ist, was durchaus möglich sein könnte. Also Realitätsverlust ist für mich persönlich ein Nachteil. Weiterhin die Abhängigkeit. Abhängigkeit vom Handy ist ein Nachteil. Fängt schon an mit in der Schule, wer kein Handy hat, der bekommt weniger Anerkennung. Man ist abhängig davon, Anerkennung zu bekommen in der Schule, dass man ein Handy hat. Aber auch die Abhängigkeit, dass man selber gar nicht mehr ohne Handy kann, weil darauf die wichtigsten Dinge sind, weil man darauf alles notiert, was auch immer, weil man beruflich darauf angewiesen ist und so weiter. Und das Handy, diese Abhängigkeit, stellt sich häufig dann als Problem heraus, wenn man eben kein Handy mehr hat und dann ja quasi, ich sag mal, lebensunfähig ist. Und viele machen deshalb auch so die Challenge, mal eine Zeit lang vom Handy wegzugehen und zu realisieren, es geht auch ohne und wie geht es ohne, und dadurch sich so ein bisschen die Balance erhaltend. Finde ich an sich eine sehr, sehr gute Sache. Und ja, das sind so die negativen Aspekte. Dazu sei gesagt, was die Strahlung angeht, das ist einfach eine Frage des aktuellen Wissensstandes, der aktuellen Forschung. Das wird immer weiter abnehmen, die Strahlung, und wird immer weniger gesundheitsschädlich werden. Ich glaube, diese Prognose kann man ganz gefahrenlos und mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit treffen. Das zweite ist der Realitätsverlust. Meiner Meinung nach eigentlich der große Punkt. Der große Punkt, dass man die Realität so ein wenig aus dem Auge verliert durch das Handy und generell durch diese große Technik. Da habe ich aber im Hinterkopf eben tatsächlich, es gehört zur Realität, denn das Handy ist da, und wenn es da ist, ist es gut. Es gibt kein Gut und Schlecht, zumindest in meiner Wahrnehmung, in meiner Erfahrung. Was ich als Wahrheit nicht begreife, aber als Wahrheit erfahren habe, ist, dass alles gut ist und dass alles seinen Sinn hat. Und von daher, ja, aber dann brauchen wir nicht das Video zu machen. Ich rede hier mit den meisten von euch und auch einen Anteil an mir, der eben dem Verstand auch noch eine große Bedeutung beimisst und der unsere Erfassung von Realität auch tatsächlich also folgt, sage ich einfach mal. Also der Realitätsverlust. Und dann ist noch die Abhängigkeit. Die Abhängigkeit ist eigentlich nur normal, dass wir abhängig sind davon. Aber dadurch, dass sich jeder ein Handy mittlerweile oder fast jeder ein Handy leisten kann und dass ein Handy eben auch quasi dem Zeitgeist der Technologisierung entspricht und dass immer mehr Technik um uns entsteht, ist es gar nicht mal so schlimm, denn wir sind von vielen Dingen abhängig. Wir sind vom Atmen abhängig, aber Luft ist immer da. Wir sind vom Essen abhängig, aber Essen in Deutschland ist immer da. Wir sind vom Handy abhängig, aber ein Handy ist immer da. Man kann ein Handy mittlerweile für 5 Euro, für 10 Euro kaufen, auch ein Smartphone bei eBay gebraucht. Das heißt, ein Handy ist eigentlich immer da. Und von daher, wenn man von etwas abhängig ist, was eh immer da ist, ja, ist es nicht so das ganz große Problem. Aber gerne in den Kommentaren, ich bin mir da selber bewusst, dass man da auch andere Ansichten haben kann und
würde mich freuen, wenn wir das auch unten teilen, in den, uns austauschen in den Kommentaren. Schreibt das eben unten hin. Ja, und dann kommen eben die Vorteile vom Handy. So, die Vorteile. So, und ein Vorteil vom Handy ist, dass man dieses Handy nutzen kann, um Effizienz aufzubauen. Was die Produktivität eher angeht, das gibt es natürlich auch im kleinen Maße, nicht in der Gesellschaft, sondern auch selber kann man effizienter leben. Und diese Effizienz, ich habe dazu schon mal ein Video gemacht, oder es kommt bald, um Zeitmanagement. Das ist ein Beispiel, aber viele andere Dinge, die ein Handy, wo ein Handy der Auslöser dafür ist, ein bewussteres Leben zu führen. Bewusster im Sinne von Bewusstheit. Das heißt, das widerspricht im Endeffekt diesem Realitätsverlust. Das ist ein Vorteil des Handys. Ich komme dazu, noch das dann zu verknüpfen. Es klingt erstmal widersprüchlich, ist es aber nicht. Denn ein wichtiger Faktor, der kommt noch. Und das verbindet das alles. Kommt nachher noch dazu. So, das heißt, Effizienz. Dann Handy. Ist ganz häufig ein Tool, ein Werkzeug der Hilfe, der Hilfeleistung. Entweder für uns oder für andere. Das Einfachste ist, wir können überall mit diesem Handy telefonieren, wenn wir in Not sind zum Beispiel. Wir können aber auch überall anderen helfen mit dem Handy. Entweder wenn sie in Not sind oder Menschen, die gerade sagen, hey, ich brauche gerade das und ich kann ihnen das dann irgendwie geben. Aber auch durch die vielen Applications, diese Anwendung. Da sind sehr viele Tools, wo man, einfachstes Beispiel, ein Taschenrechner. Man möchte was ausrechnen, wie viel Geld man vielleicht noch zur Verfügung hat am Tag oder im Monat. Und solche Dinge. Das heißt, so ein Handy macht das Leben auch effizienter zum einen und ist aber auch generell eine Hilfeleistung für, wenn man einfach etwas braucht. Ein Handy ist weiterhin ein Punkt, der die Freiheit erhöht. Und damit nur logisch, dass dieses Handy jetzt hier existiert. Weil früher waren wir häufig sehr unfrei. Heutzutage haben wir ein sehr, sehr, insbesondere in Deutschland, sehr, sehr freies Leben. Mit einem Handy ist man sehr unabhängig. Man muss, gerade was die Kommunikation angeht, nicht in irgendeiner Weise schauen, wo ist die nächste Telefonzelle oder sowas. Man kann sich eben frei bewegen. Man kann in meinem Fall zum Beispiel mit dem Handy Videos aufnehmen. Mit Videos aufnehmen, Videos bearbeiten, Videos ins Internet stellen. Und wenn man davon lebt, wunderbar. Man kann mit einem Handy Bücher schreiben, wenn man davon lebt als Autor. Wunderbar, du kannst das an jedem Ort der Welt tun. Man ist also viel, viel freier. Und ja, das ist halt ein großer Punkt für viele Menschen. Dann die soziale Vernetzung. Da sind wir wieder. Auch das ist dann quasi logisch. Ja, soziale Vernetzung. Was halt heute auch ein Punkt ist, ne? Die geistige Evolution und damit keine Diskriminierung, keine Abgrenzung und so weiter. Das führt ja auch dazu, Vernetzung ist gleich keine Abgrenzung. Man kann viel mehr mit so einem Handy digital soziale Netzwerke sich verbinden. Und das entspricht der geistigen Evolution und es entspricht dem Satz, heute ist alles besser. Ja? Also, man sieht, dies ist ja alles, das ist ein Haufen, ein Wust an Potenzialen. Das ist ein Wahnsinnspotenzial in dem Handy drin. Aber, und das ist nun mal der Fakt, es gibt eben auch die Nachteile, die durchaus schwerwiegend sein. Gesundheitlich, richtig physisch, durch die Strahlung, der Realitätsverlust, geistig und die Abhängigkeit auch geistig. So, und was ist nun der Punkt, der so ein bisschen ausschlaggebend ist? Der Punkt bist du. Das ist der Punkt. Der Mensch. Je nachdem, wie man das Handy einsetzt, kann es voller Vorteile sein, wie es bei mir der Fall ist. Aber es kann auch voller Nachteile sein, wie es bei vielen Menschen der Fall ist, die zum Beispiel diese Challenge machen, ich muss mal weg vom Handy. Ich spüre, das tut mir nicht gut. Das ist der Schlüssel. Du bist der Schlüssel. Wie du das Handy einsetzt, das entscheidet darüber, ob das Handy für dich voller Vorteile, voller Potenziale ist oder ob das Handy für dich eher eine Last ist
und sogar gesundheitliche Schäden verursachen kann. Und entsprechend möchte ich das euch, dir mit auf den Weg geben, dass du nicht die Diskussion führst, ist ein Handy schädlich oder ist ein Handy nicht schädlich, sondern dass du erstmal alles an Potenzialen erkennst, negativ wie positiv, und dass du dann für dich bewusst eine Einordnung aufgrund deiner Persönlichkeit triffst und dann individuell verschieden einer Handlung folgen lässt. Das ist ganz wichtig. Nach der Analyse kommt immer die Handlung. Und wir analysieren hier nicht, ist ein Handy gut oder schlecht, weil wir einfach darauf Lust haben, sondern weil wir in unserem Leben das in irgendeiner Weise produktiv einsetzen wollen. Diese Erkenntnis. Und diese Erkenntnis ist individuell. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich hoffe, ich konnte euch auch durch die Denkweise und durch die Herangehensweise ein wenig Offenheit gegenüber Themen potenziell zumindest ermöglichen, die für euch derzeit noch sehr eindimensional betrachtet werden und dadurch eben auch eine höhere Lebensqualität für euch da quasi bereitstellen oder euch da inspirieren. Mir hilft das sehr, seit ich Dinge nicht mehr eindimensional betrachte, sondern aus verschiedenen Facetten ja, das Leben einfach allumfänglicher wahrzunehmen und dadurch eben mehr wirklich zu sein, mehr im Leben zu sein. Und da hilft so etwas, so eine Betrachtung immer stark. Ich wünsche euch alles Liebe und wir sehen uns wieder zum nächsten Video. Macht's gut, euer Christian. Tschüss.